Herzlich willkommen, hier ist Paul mit dem Tipp Trianglify erzeugt Wallpaper im Nexus-Stil Als Google sein Nexus 4 Handy vorstellte, fielen nicht nur die damals beeindruckenden technischen Details ins Auge, sondern auch die recht schlichten, aber dennoch farbenfrohen Wallpaper. Wer diesen Look selber gestalten möchte, der kann sich mal die Web-App Trianglify ansehen. Sie generiert eben solche Netze aus bunten Dreiecken im Browser. Das Ergebnis lässt sich als SVG-Datei herunterladen und als Wallpaper oder auch als CSS-Hintergrund für Webseiten weiterverarbeiten. Hier unten sind die Einstellungen. Wenn man hier auf den Button Click for a New Pattern klickt, wird ein neues Bild erzeugt. Und wenn man dann abschließend hier auf SVG klickt, kann man sich das Bild herunterladen und zum Beispiel mit dem Bildbetrachter öffnen. So. Auf demselben Prinzip basiert der Desktop Pattern Generator. Er erlaubt allerdings das Ändern der Parameter bequem per Schieberegler, hier unten. Dann abschließend ein Klick auf Download. Und dann gibt es ein PNG-Bild, das ich mir herunterladen kann. Oder mir gleich per Bildbetrachter anschauen kann. So, und herunterladen. Genau. Den Code zu beiden Projekten findet man jeweils bei GitHub. Ebenso gibt es hier eine Anleitung zur Installation und zur Benutzung. Der Code steht unter der Lizenz GPLv3. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück!